Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem genau auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Russland. Und ja, also heute, ich weiß nicht, also wir könnten Kernivan angreifen, weil wir da, also wir kriegen da die Tore aufgemacht, ne? Wir können es auf jeden Fall mal probieren, ich weiß halt nur nicht. Ja, zück mal die Schwerter. Ich weiß halt nur nicht, ob das so von den Einheiten her hinhaut. Das müssen wir jetzt mal rausfinden. Positionierung können wir starten. Das hier vorne ist das Tor, ne? Okay. Ja, da fackeln wir auch gar nicht lange rum. Dann nimmst du die hier. Und die hier, bitte ohne das. Die hier bitte so. Die anderen, wo hat er noch? Da drüben ist noch ein Tor, ne? Beim Herr im Himmel! Unser Spion hat die Tore geöffnet! Sofort rein da. Ist da irgendeiner? Da ist eine Einheit in der Nähe. Hat er da hinten das Tor garnisoniert? Das ist so halb, ne? Nur, okay. Ja, wir versuchen das direkt zu stürmen, ne? Kannst ruhig schneller machen. Unsere Soldaten haben heute gezeigt, was sie wert sind. Die Mauern des Feindes gehören jetzt uns. Die Bauern des Feindes gehören jetzt uns. Okay, das sieht aber so ganz gut aus. Dann komm mal hier rein. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. So. Und so, genau. So müsst ihr das bitte machen. So, wo kommt unsere Kaff da hinten? Oder noch eine andere Einheit. Verfolgt er damit? Hallo? Machst du mal bitte. Gib doch mal bitte Gas. Was ist denn da los? Alter, du musst doch da angreifen. Jetzt aber komm. Ich meine, wir kämpfen schon gegen ihn auf den Mauern. Los, drück mal da rein. Ja, sehr gut. Steht mit allem, was er hat, da drauf. Okay. Dann kommt ihr mal ganz schnell mit hier rüber. Du übrigens auch. So, und jetzt müssten wir einmal versuchen, mit der Kaff hier rüber zu kommen. Ah, schade, es wäre cool gewesen, den noch zu erwischen. Ja, nice, okay, gut, ja. Gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Ja. Ja, könnt ihr auf den schießen? Mal ruhig den Plänkel-Modus an. Gut, okay. Sind wir drin?
Wir sind drin. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Wir haben dummerweise unsere Kavallerie verloren. Das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Aber wenn unsere Infanterie hier noch ein bisschen durchhält und wird seine Leibwache ausschalten können, was uns irgendwie nicht so gut gelingt. Unsere Männer, den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Das ist halt dieser Drecksturm, ne, den er immer noch hält, weil er seinen General noch hat. Stopp! Hierhin. Kannst du nicht da hochgehen? Oh, echt jetzt? Das ist aber ranzig. Das finde ich aber uncool. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Unsere Männer haben lange gekämpft und sind müde. Ja, den Rest erwischen wir jetzt aber auch noch. Unser närrischer General hat sein Leben weggeworfen. Ach, das passt schon. Wir müssen auf sie gleich mit. So, reicht. Hehe, Edge Badge. Nur von der Piazza runterlocken und dann genügt das. Schade um die Drusina, ne? Aber gut, die können wir auch wieder. Können wir hier auch wieder ausbilden, ne? Am Boden. Wir waren siegreich. Wollen wir ausrauben? Wir können ausrauben, auf jeden Fall. Wir können nur nicht fortbilden. Ja, wir können schon mal eine Kirche bauen. So, cool. Ja, cool. Ne, wir haben sie sogar behalten. Ha, okay. Geilo. Dann komm mal schnell darüber. Machst du den 15er mal raus und bildest mir den dann noch fort. Weil, ne, ist klar. Okay, cool. Dann haben wir sogar gar keine Einheit komplett verloren. Ja, das finde ich mal richtig nice. Jetzt sind wir auch hier nochmal ein bisschen besser aufgestellt. Diese Burg zu nehmen war tatsächlich wichtig. Emergen und so können wir nachher immer noch machen. Geilo. Das Dumme ist jetzt nur, wir haben ihn noch nicht ganz ausgeschaltet, ne? Können mal hier schon mal so eine Holk bauen. Diese Holk nehmen wir, um die Agenten rüber zu schicken. Was haben wir hier? Spion, Attentäter und noch ein Attentäter. Wer ist mein Ziel? Wessen Zeit ist abgelaufen? Wer ist mein Ziel? Anderes da, okay. Was haben wir hier? Zwei Spione, nimmst du noch einen mit hier rüber. Heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Herr. Attentäter, Spion, Spione, nimmst du noch den Attentäter mit und noch den Spion. Also ein Spion pro Stadt reicht ja auch hier. Spion, Spion. Nimmst du noch den mit. So, okay. Reicht aber, glaube ich, dann so, ne? Muss ich noch was rekrutieren? Ich bilde ja eigentlich momentan mehr fort, ne? Wir tun was. Hier auch. Und hier habe ich nochmal 3 Kasachen in Auftrag gegeben. Ich habe ansonsten noch ein bisschen so Verwaltung gebaut, ne? Komm, ich glaube, ich habe das Wichtigste. Habe ich hier noch was vergessen? Moment. Herr. Nee. Ich bin kein Diplomat. Wer ist mein Ziel? Bin ich leider immer noch nicht losgeworden. Den Knilch da drüben. Und hier? Kasachen und Drusina. Okay, wir können mal gerade schauen. Was wäre jetzt hier an Einheiten noch wichtig? 4 von denen. Dann könnten wir einen auflösen. Und dann sagen wir nehmen 6 von den Bognern. Dann können wir die auch auflösen. Weil wir brauchen hier keinen Fullstack, ne? Momentan. Löst die mal auf. 4 Einheiten kann man auch so, glaube ich, noch ganz gut rekrutieren, wenn es denn dann drauf ankommt. Ich sorge dafür, dass ihr euch Moskau braucht auch dann erstmal nicht so viele. Sparen wir uns hier auch noch ein paar Truppen zusammen. Beim Kiez ist okay und bei Kaffee ist auch okay. Kaffee ist ja so ein bisschen exponiert, habe ich im letzten Teil schon erläutert, warum ich das so empfinde. Ja.
Bewegt, bewegt, bewegt. Alles sehr bewegt. Ehre, euch zu dienen, Herr. Wie kann ich dienen? Ja, zeig mal hier. 99 Orthodox, 100. 51. Natürlich, guck mal hier rüber nach Nürnberg. Bis in die Morgenstunden, mein Herr. Also eine Stadt, die ist vom wahren Glauben abgefallen. Ne? Auch noch ein paar Agenten. So nah an der Grenze können wir ein paar gebrauchen. Hier rekrutieren wir auch sehr schön, okay. Ja. Na, bei den ganzen Attentätern braucht er in der Tat einen Haufen Priester, ne? So drumrum. Spion, Spion, Attentäter. Ja. Den habe ich auch bewegt. Okay, cool. Dann zeige ich mal, was passiert. Nice. Er sollte sich mal um seine anderen Probleme kümmern. Genau. Oh. Ja, der ist so gut. Nächtlicher Kämpfer, Drosht von Wolga. Nimm die Siedlung ein, sagt der Adelsrat. Dublin, 15 Runden. Okay, das kriegen wir hin. Wessen Zeit ist abgelaufen? Wer ist mein Ziel? Herr, ich verstehe. Wessen Zeit ist abgelaufen? Ich weiß nicht, ob ich den ich werde noch mit rüber kriege. Mach den mal hier in die Stadt. Ja, der hat so wenig Bewegungspunkte, den kriege ich nicht mehr mit. Wohin geht es? Kernevan. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Rekrutiere den. Und den. Und den. Alles, was wir kriegen können, ne? Ja! Ah, warte mal. Das sind Bauernbogenschützen, das ist Bogenschützenmiliz. Genau. Die werden wir dann da drin lassen. So, dann schmeißt du mal gerade hier ein paar drauf. 38. Eure Befehle? 34. Dann hier und also stopp. Und hier. Okay, und für alles andere fehlen uns die Rekruten, ne? Weil ich die Kasacheneinheit hier auch rekrutiere, ne? Aber okay, ja, da kannst du dann halt auch nichts machen. Dann nehmen wir dich, dich, dich und dich mit und dann kannst du gleich nach Kernevan. Jetzt will ich einmal schauen, wenn wir den und den und den nehmen. Jetzt sagen wir mal, wir stecken euch hier auf das Schiff. Ja, eure Befehle, mein König. Stecken wir die noch da rein. Eure Befehle? Mhm. Ja. Ja, jetzt packen wir noch hier die zusammen, ne? Wir mergen, da mergen wir noch ein paar weg. Also die kriegen wir ja auch anderweitig irgendwie wieder. Ja. Eure Befehle? So, dann nimmst du den und den und den noch mit. Abrücken. Was hat denn der da drin? Speermilizen und Stadtmilizen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten hier und dann ist da noch eine. Ja. Was sagt die Armee hier? Ja gut, üppig ist jetzt auch anders, ne? Ja, mein König.
Die müssten halt schon noch dazukommen. Aber so lange will ich jetzt auch tatsächlich gar nicht warten, ne? Aber wir könnten theoretisch Nottingham nutzen, um noch Kavallerie fortzubilden. Das ist aber nicht unbedingt ratsam gerade. Wir sollten Nottingham nutzen. Ja, eure Befehle, mein König. Ja, doch, wir sollten Nottingham nutzen, um die Kavallerie fortzubilden. Weil die können wir schnell immer hier hin und her schieben. Ne? Das ist ja der große Vorteil an der Bewegungsreichweite. Deswegen ist sie so stark. Wohin geht es? Quicksave mir das bitte nochmal. Wo geht der Totem in Blashorn mal wieder? Ja! Männer, marschiert! Wir errichten hier ein Nachtlager. War bestimmt der Priester. Mein König! Wir errichten hier ein Nachtlager. So, das da haben wir. Fortschrittlichste Seite sind wir jetzt. Neue Mission, genau das war Dublin. Dann hier Ereignisse einer Seite. Mal Schubin fühlt sich nicht geschätzt. Minus 1 Loyalität, okay. Aber du hast eine eigene Stadt. Boris von Moskwa, gemeiner Anführer, plus 1. Jo, okay, gut. Aha, Großherzog Miroslav, der Tyrann, plus 1 Lanzenträger. Oh, Alter. Ist das ein jähzorniger Typ. Der geborene Anführer wird nur selten herausgefordert oder in Frage gestellt. Fromm und anständig und stolz drauf. Ja, Und Andrei von Moskwa, das ist der Typ mit dem Wachhund. Okay. Wer war jetzt der Dude, der geheiratet hat? Der war hier. Droscht von Wolga. Droscht, wo schicken wir dich hin? Wir haben hier gerade so ein paar Generäle und Statthalter haben wir ja hier, ne? Haben wir in Yaji, haben wir ja auch einen. In Bran haben wir auch einen. In Kaffee haben wir noch keinen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Komm mal da runter. Wird dir schon recht sein. Wer ist mein Ziel? Mein König. Boah, Leute. Der Tod geht um. Nee, leider eben nicht. Ja, eben nicht. Führen die Armeen zusammen, edler Feind. Herr, ich bewege mich. Ich hab's befürchtet. Ich hab gedacht, komm, ich probier's mal, aber ja. Ja. Bis morgen, mein Herr. Ah ja, gut. Kannst alle fortbilden nach Gang. Gibt es bessere Rüstungen. So, wir haben Bauberichte. Helsinki hat eine Marinewerft gebaut. Dann bauen wir den großen Marktplatz hier. Ja, sie hat eine Steinmauer gebaut. Ah ja, genau. Machst du noch das Bordell fertig. Und dann kannst du das Lagerhaus da schon mal hinterher stecken. Sariasan. Mehr geht hier nicht. Muss die Pest gewesen sein, ne? Muss die Pest gewesen sein, oder warum kann ich ja keine... Ägypten schwach. Ja, ich versuche ja auch irgendwie dauernd seine Leute zu messern. So, dann. Nur weil ich beim Paintball Farbe sparen will. So, dann. Agenten. Pass auf. Stell den mal hier hin. Der soll noch mal gerade gucken, nicht, dass ich hier direkt jetzt in so einen Hinterhalt laufe. Nö, ne? Ich verschaffe mir einen besseren Überblick. Ja, verschaff du dir mal einen Überblick. Ich bewege mich heimlich vor. Sieht aber okay aus. Herr. Ich verlasse das Schiff. Gut, hat auch geklappt. 101% jetzt.
Wessen Zeit ist abgelaufen? Ich freue mich. Ist auch nur so ein Spörtröger. Ein Ziel, bitte. Mach mal den Hauptmann da platt. Mein Herr? Wer ist mein Ziel? Mein König benennt das Ziel. Das zu hier, das bringt aber nichts, hier irgendwas zu sabotieren, ne? Ein Ziel, bitte. Genau, nur diese Hauptmännchen hier. Die können wir halt dauernd platt machen. So, und jetzt? Wir könnten ihn, glaube ich, angreifen, aber er wird sich ja einfach nur zurückziehen. Das bringt uns ja nicht weiter, ne? Wir können aber auf jeden Fall die Stadt aushungern. Ja, Herr. Greifen den Feind an. Belagern die Siedlung. Belagern Sie weiter, mein König. Mein Herr. Genau, belagert ihr die Siedlung mal weiter. Dann haben wir hier noch einen Spion. Ja, nur 62%, okay. Ich gehe von Bord. Ja, geh mal von Bord. Ja. Wohin geht es? Hierhin. Hierhin geht es. So, jetzt müssten wir einmal noch kurz überlegen. Achso, fortbilden müssen wir hier noch irgendwie, ne? Da ist noch eine Einheit Bauernbogenschützen drin. Was machen wir mit der? Mein König. Hol den zurück. Ja. Verbinden die Truppen. Schick die noch da rein, ne? Mein König, sehen stolz in den Kampf, Herr. Was hat er da jetzt nochmal? Aber er hat tatsächlich. Nee, lass mal. Er hat tatsächlich recht viele Fernkämpfer dabei, ne? Er hat recht viele Fernkämpfer da in der Armee drin. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht so gut. Oder lass mich in Ruhe. Ja, ich lasse dich in Ruhe. Alles gut. Eure Befehle? So, du wolltest dich hier abrücken. Fortbilden lassen. Ja, eure Befehle? Und du wolltest attackiere hier angreifen. Feind, der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich. Mein König. Natürlich. Ja, mein König. Sehen stolz in den Kampf, Herr. Dann machen wir den mal platt. Der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich. Führen die Armeen zusammen. Und mergen sie auch direkt wieder. Und dann kannst du danach hier den angreifen. Und dann läuft der eine Teil der Armee dann hier hoch, um den da zu plätten. Und der andere läuft dann darunter. So stelle ich mir das zumindest dann vor. Merge die auch nochmal. Und dann kannst du hier einmal fortbilden. Kannst bei den anderen übrigens auch machen. Gut, es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, Hallig ist ja easy. Jetzt mal fortbilden. Ja. Der Geizknilch, was machen wir mit dem? Ja, natürlich. Weiter darunter. Heute gehen wir nicht weiter, mein Herr. Wessen Zeit ist abgelaufen? Ach, schau mal da. Bin auf dem Weg. Morgen. Der will echt hier hin, ne? Wer ist mein Ziel? Wie ihr wünscht. Wessen Zeit ist abgelaufen? Herr. Sehr gerne, Herr. Ja? Oh, hier unten, ne, ist das. Ich begebe mich in Position. Heute gehe ich nicht mehr weiter. Gesehen da. Herr. Ich bewege mich leise vorwärts. Ja. Da bleibt man nur da in der Nähe. Wer ist mein Ziel? Wie eigentlich der, aber irgendwie klappt's ja noch nicht so ganz. Die heutige Reise ist beendet. Brauche ich hier noch mehr Truppen? Was hat denn der da dabei? Ja gut, ich meine, ne, wir könnten noch irgendwie zwei so Stadtmilizen können wir da noch reinstellen. Aber ich glaube, mehr brauchen wir dann auch nicht. Herr.
Schicken wir den Spion mal da rein und dann Kacke. Das ist nämlich auch schon wieder ein Attentäter in der Nähe. Ja. Jetzt der nächste Runde einen Spion reinstellen, danke. Da habe ich nicht so ganz gut aufgepasst. Okay, und du... Ja, weiter hier runter, bitte. Vielleicht... Schicken wir dich auch. Den Semyon. Vielleicht schicken wir den auch mal hier rüber. Dann kannst du mir da... Mach mal hier so ein Schiffchen hin. Dann können wir den auf das Schiff machen und dann darüber nach Stockholm verfrachten. Geh mal nur auf hoch mit dem Steuersatz, das ist ja auch in Ordnung. Und dann machst du hier noch, weiß ich nicht, brauchen wir hier noch irgendwas aus der Kategorie? Jetzt nicht so dringend, eine Ortswache können wir noch bauen, ne? Die ist immer ganz gut. Eine Kaserne halt, ne, aber... Bin momentan eher so daran interessiert, die Städte auszubauen. Die Mine können wir hier noch ausbauen. Wir werden niemals aufgeben. Marschiert los! Du kommst hier hin. So, dann haben wir noch hier in Staufen noch eine Armee mit einem gewissen Fortbildungspotenzial. 14, 23, 28. So. Passt das dann? Das passt, glaube ich. Wessen Zeit ist abgelaufen? Wen solltest du Attentäten? Wie ihr wollt. Geh mal in die Stadt rein. Vielleicht ist das ganz gut, da noch einen Attentäter in der Nähe zu haben. Ein Reichsspion? Ein Reichsspion? Dann pack mir da mal auch noch einen hin. Ich bin Gottes Diener. Ja, ja. Das ist schon gut. Spion. Meister Theologengilde. Ja, warum haben wir da so viele Spione? Wenn da, naja, egal. Stoppe hier. So, noch einen darüber. Wie kann ich dienen? ...42% Orthodox. Ah, guck mal, da ist noch was. Ja, greif ihn mal an. Liegt besiegt am Boden. Der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich. So. Gab's noch was? Wir gucken mal. Ich glaube nicht, ne? Verstehe durchaus, dass Venedig Ragusa wieder zurückhaben will, aber niemand hat sie gezwungen, mich anzugreifen. Letzte Aufbäumen der schottischen Marine. What? Alter. Hat der da meinen Spion rausgeschubst? Frechdachs. Lauere zwischen den Bäumen. Mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, dramatisch, ne? Ja, eure Befehle? Vorwärts! Mein König! Eure Befehle? Ja! Ja, Herr! Greifen den Feind an! Der Feind hat... Oh, Leute, bitte, what? Ich wechsle keine Worte mit dem Feind!
Also Sekunde, wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr habt den Vogel auf eurer Fensterbank gesehen. Eure Befehle? Natürlich, ja. Eure Befehle? Sehen stolz. Nur nochmal sagen, das sind drei Speerträger. Ich glaube tatsächlich, dass der Nahkampfangriff, ne, das ist doch ein bekanntes Problem, ne, dass der Nahkampfangriff von den berittenen Bogenschützen hier gerechnet wird, ne? Weil die sind ja als Einheit sind ja einfach super stark, ne? Aber im Nahkampfangriff haben die natürlich, mit dem Nahkampfangriffswert haben die natürlich nicht viel zu melden, ne? Guck mal, wie die wegpurzeln hier. Das ist zum Beispiel auch so krass bei Total War Attila, ne, wenn ihr das nochmal spielen solltet. Also ist jetzt nicht so das schlechteste Total War, ne? Es gibt halt nur einige Dinge, die macht das Spiel unfassbar schlecht. Aber auch da, ne, da sind die berittenen Bogenschützen, egal welche Fraktion ihr spielt, die sind nochmal so viel unfassbar stärker. Und das Einzige, was der KI einfällt dagegen, ist immer euch frontal mit der eigenen Kavallerie zu chargen. Und das ist zum Beispiel bei Total War Attila super anstrengend, wenn ihr da die Hunden oder die weißen Hunden spielt. Dann müsst ihr mal ständig vor diesen Kavallerieeinheiten flüchten in den Gefechten. Der jagt euch übrigens auch immer total krass einfach mit seiner Infanterie. Das finde ich auch so, das finde ich auch sehr heftig bei Attila. Dafür werden da die Schlachten ein bisschen gescheiter gewertet. Komm, ich hier, schieß mal auf den da bitte. Ah, guck mal, der kämpft bis zum letzten Mann, ne? Der hat nur noch... Wie viele Leute? Der, guck mal, der hat nur noch 10 Mann übrig. Der steht immer noch. Das ist ein klarer. Das ist einfach nur krass. Und drei von unseren Leuten sind einfach nur besoffen vom Gaul gefallen, ne? Mann der Stunde, Mann der Stunde, Mann der Stunde, Mann der Stunde. Oh. Der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich. Jo, das hat gut geklappt, ne? Mein König! Abrücken! Ja, machen wir so. Ja! Dann stell den mal nach Madenburg. Ja, mach's jetzt. Ist dann da unser wir Hauptquartier. Ein Nachtlager. Ein Nacktlager. Okay. Ich habe Einheiten rekrutiert, ne? Und fortgebildet. Eure Befehle? Ja. Die hier können wir jetzt nehmen, ne? Männer, marschiert! So, dann bilden wir mal hier wieder ein paar Einheiten fort, ne? 18 und 31, so, dann haben wir 32, 21, 20. Die nehmen wir nach Nottingham wieder mit. Mein Herr, Segel setzen. Wie ihr wünscht, Kapitän. Sehr gut. So, was ist da jetzt nochmal drin? Das ist ja nur Infanterie und diese komischen Ballisten. Das heißt also, das müssten wir eigentlich schaffen. Wir haben ziemlich viele Fernkämpfer. Wohin geht es? Was ist, wenn wir die hier noch mitnehmen eigentlich? Ja. Öffentliche Ordnung in Carnarvon ist bei 115. Mein König! Männer, marschiert! Ja, Kapitän. Nimm die mit, ich kann die da eh nicht fortbilden, oder? Ja. Euer Befehl, Herr. Dauert noch 5 Runden bis zur Kapitulation. Okay. Wessen Zeit ist abgelaufen? Mein König, benennt das Ziel. Wer ist mein Ziel? Ein Ziel. Wollte gerade sagen, Alter, warum schafft er das nicht?
Also gehen wir mal schnell einen Tick. Ich hab mal. Ich erinnere mich so düster dran. Nice, okay. Und das passt für mich. Ausradieren, ausrauben, besetzen. Aber da ist nicht so viel Bevölkerung drin. Wir besetzen einfach nur, ne? Stolz in den Kampf, Herr. Ja, das mache ich jetzt noch schnell händig. Kann sich ja eh nicht mehr zurückziehen, aber ich habe keinen Bock, diese Einheit da jetzt über Tage hinweg zu jagen. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Es waren noch nicht so viele, mit denen er angefangen hat. Seht! Wie feige der Feind, das ist ein klarer Sieg. Ja, aber. Nee, da muss man jetzt nicht so großartig mutig und tugendhaft und tapfer sein. Der Feind liegt besiegt. Ja, das haben wir auch unsere. Das haben wir auch unsere Leute so relativ easy hingekriegt. Und wir bauen eine kleine orthodoxe Kirche. Einheiten rekrutieren wir mal nicht. Wow, ich hätte die Bevölkerung doch irgendwie auslöschen sollen. Wessen Zeit ist abgelaufen? Ja, ich bewege mich leicht, Herr. Sehr gerne. Was habe ich jetzt überhaupt gekriegt dafür? 4 Einheiten Kosaken Musketiere bekommen. Ja, mein König. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, morgen früh rücken wir weiter vor, Männer. Ja. Was machen wir mit denen? Ich brauche die eigentlich nicht, ne? Löse sie mal auf. Ich bin einfach nur froh, dass wir so eine Mission hatten. Ja, ich begebe mich in Position. Alter, wo ist der Dude hin? Sehr gerne, Herr. Ich mache morgen. Wie lautet euer Befehl? Okay, hoffen wir mal, dass er sich gleich nochmal irgendwie blicken lässt, weil. Ich meine, was soll das? Der versteckt sich jetzt vor der Armee da, okay. Mein König. Alter, komm, du bist so komplett talentfrei, du hast eh nur 18%. Setz dich zur Ruhe hier drüben. Die heutige Wessen Zeit ist abgelaufen. Bin auf dem Weg. Stoppe hier, Herr. Wer ist mein Ziel? Wie ihr wünscht. Herr. Ich bewege mich leise vorwärts. Heute gehe ich nicht. Ja? Je nachdem, wie das hier unten ausschaut. Bis morgen früh, mein Herr. Herr. What? Okay. Aber gucken wir noch ein bisschen drüber. Aber irgendwo werden sie doch sein, oder? Also sie kamen mir jetzt noch nicht entgegen. Es kann natürlich sein, dass die irgendwann hier oben durch den Kaukasus wollen. Ne? Dann sollten wir da natürlich so ein paar Einheiten in der Nähe haben. Ja, geh du mal lieber den Weg da runter. Stimmt, das könnten wir versuchen. Das kostet aber viel Geld. Ne? Da müssten wir eine Armee aufstellen. Wobei, es ist wahrscheinlich dann auch wieder halbwegs günstig, wenn wir hier weitermachen. Also beziehungsweise bei den Städten, wo wir Einheiten haben, die wir nicht gratis unterhalten können. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, Kapitän. Mein Herr? Wohin geht es? Kannst du übrigens auflösen. Dann könnten wir nämlich hingehen. Und das sind ja nur 4 Punkte, ne? Er kann hier durch, er kann hier durch, er kann hier durch und er kann hier durch. Und da kannst du ja jeweils so eine Fullstack mit Speeren und Langbogenschützen reinpacken. In der Theorie. Ich bleibe über Nacht hier, Herr. Ja? Hierhin. Ich bewege mich leise vorwärts. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Dahin. Bewegung! Heilei. Euer Wille geschehe. Wir werden niemals aufgeben. Natürlich. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Ja.
Aber ich weiß nicht, ne? Er macht ja jetzt hier nicht so großartig Anstalten, mich irgendwie ärgern zu wollen, ne? Komm, pass auf, nimmst du einen von denen mit? Vorwärts! Verbinden die Truppen! Wie lautet euer Befehl? Dann kannst du hier hin. Wessen Zeit ist abgelaufen? Defensiveinheit tun es hier zwei Bogenschützen. Mein König. Die lösen wir auf. Wir haben ja hier unseren auf normal im Steuersitz. Wir haben ja hier unseren Maxim von Trubetsk da in der Nähe. Der hat eine gute Armee. Da brauchen wir nicht so viele Einheiten da drin. Also es sei denn, die Timis kommen, aber die kommen ja nicht da lang. Zeig mir mal schnell, ob wir noch irgendwas in irgendwelchen Städten brauchen. Liebe Skill, das kannst du tatsächlich ausbauen. Bau mal ruhig eine Verwaltung, ist eigentlich ganz okay. Geht die Korruption runter. Obwohl wir Russland spielen, ne? Also, naja. So. Was habe ich jetzt noch nicht gemacht, was ich hätte machen sollen? Da drüben, da rumpelt's gleich, ne? Ballistenmacher. Achtung, wird laut, Moment. Den Ledergerber reiße ich auch ab. Aufgeben! Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Eure Befehle? Ja. Lauf doch mal hier runter. Vielleicht wollen die Türken ja Stress mit uns haben. Das hier wäre zum Beispiel so eine Armee. Das ist unser Erbe, ne? Der sollte eigentlich nicht hier in so einer Festung verschimmeln. Der sollte eigentlich auch was zu tun haben. Aber gut, ich meine. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wir werden niemals aufgeben. Mach mal ruhig noch. Na gut, aber wenn ich da durch will, dann muss ich vorher die Türken platt machen, ne? Wir müssen gucken, wo die Teamies kommen, ne? Ich sehe da jetzt nicht so die Alternative zu. Mein König, eure Befehle? Guck mal, die haben keine Erfahrung, die können wir auflösen. Eure Befehle? Die haben wenig Erfahrung. Ja. Können wir auch auflösen. Eure Befehle? Ja, mein König. Die sind ja auch sehr teuer tatsächlich. Ja, mein König. Eure Befehle? So. Wenn die jetzt nicht direkt bei uns spawnen, dann passt doch alles, oder? Oh, ein Ketzer. Die katholische Kirche schickt mir die ganzen Priester, die sich dann bei uns zu Ketzern wandeln, ne? Oha.
gehen jetzt in die Endlosschleife bei dieser Städtebelagerung, oder wie? Das ist ja witzig, ne? Er hat ja auch nur Bologna, glaube ich. Das ist ja auch nur eine Stadt. Also er hat ja keine Festung da unten, ne? Er kann ja nur Stadteinheiten rekrutieren. Ich halte fest, wenn wir jetzt Total War Pharaoh spielen würden, dann würde er mich die ganze Zeit fragen, ob ich Ressourcen mit ihm handle. Alter, will der jetzt die Rebellen bei mir schon wegkloppen? Ach ja. Wollen die Engländer wohl mal wieder ein paar Truppen bei uns zur Schlachtbank führen? Okay. Das können sie haben. Ja, habe ich die Timmy. Da waren die Timmys soeben. Aber nicht bei mir, ne? Nächtlicher Kämpfer, talentierter Kommandant, Filmschauer und religiös. Ja, den nehmen wir auch mit. Blockierter Hafen. Mhm. Ja, Mark. Und die Kirche haben sie platt gemacht. Ah, oh, die Mistkerle. Wie viel einer brauchen? 1, 2, 3, 4, 5. Mein König, eure Befehle? Natürlich. Segel setzen, mein Herr. Wie ihr wünscht, Kapitän. Wer ist mein Ziel? Wessen Zeit ist abgelaufen? Ich habe da keinen General hier, ne? Es wäre eigentlich ganz gut, noch einen hier zu haben. Aber gut, okay. Eure Befehle? Ja, also auf offenem Feld wäre das, glaube ich, eine ziemlich eindeutige Sache. Ich meine, es steht und fällt natürlich auch so ein bisschen mit der Kampfstärke unserer Kavallerie, ne? Mein König! Ja! Vorwärts! Mach mal 1, 2. Drei, mach mal den noch. Nimm noch eine Einheit abgesessene Boyar-Söhne. So. Mächtige Streitmacht, ne? Ja, das ist ja auch das, was wir hier noch so brauchen. Die Einheiten hier garnisonieren. Wir ersetzen ihn in der nächsten Runde durch einen Schub Infanterieeinheiten. Ne? Also wir wollen jetzt hier erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Brücke. Erstmal bitte die Ratskammer noch aus. Ratskammer ist immer gut. Diese ganzen Verwaltungsgebäude sind wichtig. Wir haben so viele Bordelle gebaut, ne? Das ist nur Reparatur, okay. Verwaltung, Verwaltung, Verwaltung. Gut, gut. Der war auch hier. Okay. Also würde ich auch sagen, dann... Wo schicken wir ihn denn hin? Ich schicke ihn erstmal hier runter. Morgen marschieren wir weiter. Ich hätte ja eigentlich ganz gerne, dass er... Das ist schon direkt zum Gesellschaftstrinker geworden bei der Hochzeit. Das muss eine gute Hochzeit gewesen sein. Ich hätte ja eigentlich ganz gerne noch ein paar Generäle mehr in England dabei gehabt. Ne? Zumindest brauchen wir da auch noch irgendwelche Statthalter. Ne? Man merkt es halt so, die spawnen bei uns immer in Novgorod und dann müssen wir die alle darüber karren. Also am besten
legen wir mal demnächst eine neue Hauptstadt fest. Ne? Sollen wir, was sollen wir denn zur neuen Hauptstadt machen? Prag, Breslau. Breslau liegt halt so schön in der Mitte von unserem Reich, ne? Prag allerdings auch. Ja, Herr. Es wird gewissen politischen Entscheidungsträgern bei uns nicht gefallen. Wie ihr wünscht. Stoppe. Wessen Zeit ist abgelaufen? Bin auf dem Weg. Wer ist mein Ziel? Wie ihr wünscht. Wessen Zeit ist abgelaufen? Ein Ziel, bitte. Das ist den locken wir mal ein. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Bewegung! So eine Latte erreicht, glaube ich, ne? Befehle, Herr. Bewegung! Allah sei gepriesen. Wer ist mein Ziel? Ich bin kein Diplomat, Sadiq. Ich bin nur ein Diener Allahs. Nervöser Mörder, wie das sagt. Er hat genau null Agententalent. Nicht gut. Wessen Zeit ist abgelaufen? Mein König benennt das Ziel. Wer ist das? Wo geht der hin? Geht auch hier rüber. So, das holen die sich jetzt wieder. Sehr gerne, Herr. Ich begebe mich. Alter, wo sind die? Ich mache morgen weiter. Nee, das ist nur Optik hier. Naja, okay, gut. Bis dann, mach's mal gut. Nächsten Tag geht's weiter. Pax Vobiscum. Valete.